Hallo, liebe Freunde der solaren Selbstversorgung. Ja, Anlage läuft gerade nicht, habe auch so ein kleines Isolationsregal gebaut, damit die Akkus hier, in dem Fall AGM-Akkus, sehr günstige AGM-Akkus von dieser Firma PowerTech Energy, da kosten 4 Stück 120 Euro. Man kann natürlich auch andere Hersteller nehmen. Davon jeweils 4 in Serie, davon 2 Blöcke. Was ist passiert? Es kam, wie es kommen musste, ohne Balancer. Der Akku hatte noch 6 Volt, der hatte 13 Volt, der hatte 11 Volt, der hatte 10 Volt. Also es war leider, ja, ohne Balancer nicht ganz optimal. Ich schließe jetzt wieder neu an. Also quasi, die sind alle von der gleichen Firma, gleiche Hersteller. Vorher waren es eine Mischung aus 2 Herstellern. Und das sind jetzt alles die Akkus vom gleichen Hersteller, wurden alle nochmal geladen auf maximale Kapazität. Also der Schalter ist auf off, ihr seid meine Zeugen. Und ihr wollt ja wieder dabei sein, wenn es funkt und raucht. Also, auf geht's. Wunderschön, wunderschön, ne? Ach ja. Hier auf on. Gerät fährt hoch. Bipop, bipop. Ist leider schon wieder neblig bei knackigen Temperaturen um die 0 Grad. Dann schalten wir mal die Paneele dazu. Ah, Charging, wunderbar. Gut, 4 Paneele, 120 Volt, kommt hin. Naja, müsste eigentlich mehr sein, müsste eigentlich 160 sein. 50 Watt, gut, es ist neblig, was soll man machen? Ausgang funktioniert. Hurra! Jetzt schauen wir mal, wie das mit diesem sehr günstigen Akku, wie das sich verhält nach ein, zwei Wochen. Der erste Akku, der zweite Akku, der dritte Akku und der vierte Akku. Recht nah beieinander, so 0,5 Volt ist okay. Gesamt an die 50 Volt, was der Block hat, das kommt hin. Load, sind Abstand natürlich gering. So, was wäre jetzt wunderschön? Wunderschön wäre natürlich günstige Akkus, die vielleicht sogar Langzeit, also die halten tatsächlich, diese AGM-Batterien können die Spannung sehr lange halten. Das ist ziemlich gut. Also aufladen, wochenlang rumstehen lassen, dann entladen, kein Problem. Wunderbar. Das machen die gut. Sind auch recht günstig. Besser ist natürlich Blei-Gel oder Li-Fe Pro 4, aber natürlich auch um einiges teurer. Ist wie gesagt die absolute Minimal-Akku-Konfiguration, um so ein Gerät betreiben zu können. Mit diesem Leistungsdaten. Ja, man soll hier bei diesem Schalter bleiben. Das sei völlig okay, Sicherung zu verwenden als Schalter. Was wäre jetzt ultimativ? Ultimativ wäre natürlich, wenn man hier ein 48-Volt-System hätte. Sei es jetzt auf Wasserstoffbasis oder Salz oder was weiß ich, keine Ahnung. Wenn man vielleicht sogar mehrere von diesen Batterien hätte, die man im Sommer aufladen kann, also mehrere Blöcke, quasi ein nach dem anderen, man schaltet die dann so durch, Block 1 voll, Block 2 voll, Block 3 voll und im Winter schaltet man dann die wieder an, Block 1, Block 2, Block 3, Block 4 und so weiter. Oder halt tatsächlich ein 48 Volt Wasserstoffsystem, wo im Sommer der überschüssige Strom langfristig gespeichert wird und dann im Winter wieder verbrauchen zu können. Weil aktuell keine dieser Batterien mag Kälte. Also keine der Bleibatterien und auch keine der Li-Fe-PO 4 Batterien. Es sind wohl Natrium-Batterien in Forschungsarbeit. Wie lange das noch dauert, bis die serienreif fertig sind, denken wir mal, wenn wir es in 5 Jahren schaffen, sind wir schnell. Die haben wohl mit Kälte kein Problem. Wäre auch genial, kann man Lithium durch Natrium ersetzen. Wie gesagt, der Weg dorthin könnte noch dauern.
Und ansonsten, selbst mit 50% Wandlungsverlust, ist Wasserstoff interessant, weil es sich einfach dauerhaft speichern lässt und auch universal einsetzen lässt, überall hin transportieren lässt. Wichtig ist natürlich, dass man da, wo man den Wasserstoff reinspeichert, dass da vorher ein Vakuum war und keinenfalls Luft. Auch müsst ihr wissen, gibt es scheinbar zwei Arten von Wasserstoffzellen. Die teuren Platin, die können scheinbar beides, also Wasserstoff herstellen, Wasserstoff verbrauchen. Und dann gibt es die günstigen aus Edelstahlplatten, Elektrolyseure. Da kommt dann leider ein Mischmasch raus aus Sauerstoff und Wasserstoff, was natürlich dann hochexplosiv ist. Also das muss man sofort wieder verbrauchen. Da braucht man auch ein Aristor, damit es keinen Rückbrand gibt und so weiter und so weiter. Bei diesen platinbeschichtetes Gitter mit Membranesystem ist es so, da kommt dann tatsächlich aus zwei Röhrchen getrennt Wasserstoff und Sauerstoff raus. Und so lässt sich das natürlich viel besser handhaben. Da könnte man natürlich dann den Sauerstoff separat in Stahlflaschen speichern. Sollte auch vorher ein Vakuum vorher drin sein. Sauerstoff sei auch schön entzündlich. Und beim Wasserstoff genauso. Also vorher aus den Stahlflaschen die Luft raus, Vakuumpumpe, Luft raus. Wenn es geht, absolut 0 bar. Und dann erst den Wasserstoff rein, sonst wird es gefährlich. Ja. Und wie gesagt, die teuren mit Platin beschichteten Systeme können destilliertes Wasser mit oder ohne Zusatz in Sauerstoff und Wasserstoff spalten, der sich dann über Monate, Jahre speichern lässt. Ich verlinke noch zu einem Haus bei München, was das genauso macht. Problem noch aktuell, es ist noch recht teuer. Es gibt so eine Firma, die das alles kann und die das alles macht. Kostenpunkt knapp 100.000 Euro. Da muss natürlich die Politik ran, damit das günstiger wird. Weil sonst, ohne Langzeitspeicher wird es mit der Energiewende nichts.